Oh, jetzt regnet es auch noch. Uiuiui, das sieht ja spaßig aus. Aber ein neuer Musiktrack. Der ist ja auch mal episch. Eigentlich mag ich es überhaupt nicht, wenn Leute ständig dieses Wort episch, episch, episch benutzen. Weil in letzter Zeit scheint das irgendwie total in zu sein und alle benutzen das. Aber... wow, also was kann man hier sonst noch zu sagen? Wir müssen in der Nähe der Energiequelle sein. Aber was ist das? Kohle? Atom? Wind? Goo? Wahrscheinlich etwas Eleganteres. Der Schildermaler. So, wo wollen wir hin? Aha, hier ist eine Schreddermaschine für den weiblichen Goo-Ball. Und hier geht es runter. Ah, aber in das Rohr können wahrscheinlich alle aufgesaugt werden. Denn das ist kein rotes Rohr. 16 Bälle sollen wir sammeln. Oh, und da haben wir wieder dieses komische Rechteck mit den Augen. Da steht. Sei brav. Mom sieht dich. Wer ist diese Mom? Und warum kommt sie überall vor? Ach, diesmal können wir die schwarzen Goo-Bälle wieder zum Bauen benutzen. Ich frage mich, wovon das abhängt. Aber wir können sie nicht abmontieren. Das steht fest. Oh, jetzt habe ich die Verbindung etwas zu kurz gemacht. Egal. So, dann wollen wir mal quasi so eine kleine Tasche bilden. Nein, wo fällst du hin? Eine kleine Tasche bilden für den weiblichen Goo-Ball, falls man das so sagen kann. Oh, habt ihr das gesehen? Oh, wie süß. Das ist also die Pfeife. Wenn ich Linksklick gedrückt halte... Ah ja, dann kann ich die Goo-Bälle in eine bestimmte Richtung locken. Und weil die beschweren ja auch das Konstrukt, das ich baue. Und so kann ich das Gleichgewicht von dem, was ich baue, alles auf eine Richtung lenken, so wie ich es gerade brauche. Das ist sehr praktisch. Aber in diesem Level brauchen wir es noch nicht, weil wir haben zwar die Flöte schon freigeschaltet, aber wir werden das erst wahrscheinlich in dem Level brauchen, was Pfeifen heißt. Und hier lägt es wieder bei mir tierisch. Hoppala. So, das Gleichgewicht verlegen wir ein bisschen. Ich habe das Gefühl, ja genau, so soll ich das befestigen. Sonst verschwende ich nur diese schwarzen Dinger. Die schwarzen Goo-Bällchen. Ja. Nein. Ja, dann wollen wir noch ein bisschen... noch ein bisschen mehr. Uiuiuiui. Na, was geht ab? Kein Grund zur Aufregung. Ja. Ja. Ach Gott, wer weiß, ob ich das Richtige mache. Oh, ich sehe nichts mehr. Ach, wahrscheinlich habe ich so mal ein paar Ballons an die falschen Goo-Bälle befestigt. Ja, noch ein bisschen mehr hier ran. No. Nein. Nein. Aber die schwarzen Goo-Bälle finde ich doof. Die haben keine Augen. Menno. Ich will Goo-Bälle mit Augen. So, noch ein Stück. Obwohl, das könnte von der Länge her schon reichen, aber ich will eigentlich nicht zu geizig sein. Na. So, ich hoffe, die kleben da unten auch. Falls nicht, haben wir ein Problem. Nehmen wir mal eins weg und gucken, wie es so läuft. Und hier ins dran.
Ja, das reicht dicke. Na. Boah, zerfetzt. Nein! Einer ist runtergefallen, egal. Das sollte auf jeden Fall reichen. Juhu, und da sind wieder unsere süßen, kleinen, unsichtbaren Albino-Gubelle. So, brauchen wir die schwarzen auch noch? Nein, brauchen wir nicht. Zumindest für den normalen Playthrough nicht. Die Musik, ey, die hat echt was. Die ist so geil. Ich kann euch wirklich nur raten, den Soundtrack runterzuladen. Moves 120. Oi, 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 oi. Und continue. So. Und dann wollen wir der rote Teppich. Aber zunächst erstmal Pfeifer. So geht's. Wow, was zur Hölle? Das sieht ziemlich gefährlich aus. Okay, was hat uns der Schildermaler zu sagen? Sie scheinen der Pfeife zu folgen. Eines Tages, wenn sie eine DVD ihrer Abenteuer veröffentlichen, wird einer der Gubelle wahrscheinlich sagen, wir folgen deinem Klang, der klassisch ausgebildete Schildermaler. Alles klar. Ah, I see what you did there. Die schlafen, also wollen wir... Das ist nämlich das, was ich euch vorhin erzählt habe eigentlich. Man kann... Oh, wie süß. Man kann mit dieser Pfeife das Ding hier so rüber, also die Gubelle quasi in eine Richtung locken. Nein, was tut ihr? Nein, nicht im Ernst, oder? Nein! Ich habe gar nicht gewusst, dass die auch noch verrecken können, wenn die da ins Wasser fallen. Gut, dann probieren wir das nochmal. Ich dachte, ich hätte jetzt alle Zeit der Welt. Hoppala. Dann wollen wir natürlich meine Gubelle hier auf das Ding retten. Und jetzt... Alle Mann bitte ein bisschen nach rechts. So, ich glaube, ein Ding reicht schon, oder? Nein, nicht ganz. Oder? Verdammt, ich hätte schwören können, ein Ding reicht. Gut, dann wären es zwei. Kommt hierher. Ah, wir können sogar dafür sorgen, dass die schneller eingesaugt werden, wenn wir die mit dem Zwitschern herrufen. Kommt, kommt her, kommt her. Kommt, noch einer. Komm, du auch. So. Noch irgendwer? Nein. Okay. Und continue. So, das war ein eher einfaches Level, um uns einfach mal nochmal zu zeigen, wie die Flöte funktioniert, um sie mal ein bisschen einzuführen. Oh, wir haben nicht mal eine Minute dafür gebraucht. Obwohl ich dachte, dass ich mehr trödel. Aber wir kommen der mysteriösen Frisur immer näher. Wo wahrscheinlich die Energieversorgung von dieser Insel herkommt. Aber zunächst der rote Teppich. Nahaufnahme. Oh, wieder ein ganz epischer Soundtrack. Wie einfach Blitzlichter im Hintergrund sind. Deswegen Nahaufnahme. Und hier haben wir wieder eine Miss World of Goo. Oh, diese Stacheln sehen nicht gesund aus. Und warum ist das behaart? Was steht da? Red Carpet Extendomatic. Alles klar. Yes, yes. Ich kann mich einfach nicht zurückhalten. Episch. So genial. Was sagt uns der Schilder mal? Lächelt für die Kameras. Alle sehen heute Abend fantastisch aus. Weiß sie überhaupt, wohin das Rohr führt? Wir sagen es ihr nicht. Der Schildermaler. So, oh, uiuiui. Hier, das Rohr, aha. Ja, oh, da haben wir auch noch etwas. Na gut, also, überlegen wir uns mal. Wie machen wir das? Wir müssen dieses Dingens hier, was aussieht wie ein Haarkamm,
runterklappen lassen, damit und hoffentlich nicht die ganzen Viecher hier zerplatzen lassen. Und dann diese Misses rüberrollen lassen, wahrscheinlich auf diese grünen Kerle hier. Das müssen wir dann etwas ausbauen zur Seite hin, damit sie aufgefangen wird. Und dann müssen wir sie hier rein transportieren. Hier wird sie dann wieder hochgesaugt, wird hier zerschreddert und wird dann, fällt dann wahrscheinlich runter, wieder auf die grünen Gubelle. Und dann müssen wir noch ein kleines Stück hochbauen, um da ganz nach oben zu kommen. Aber dann können wir uns schon mal damit trösten, dass wir... Bauen wir das hier unten auch? Na gut, werden wir gleich sehen. Ah, ich sehe schon, was wir machen müssen. Wir müssen das Gewicht hier... Wir müssen hier ordentlich an Gewicht zulegen, damit dieses Gewicht nach unten kommt. Dieser Finger, das nach oben drückt. Ja gut, hören wir mal auf, so viel darüber zu reden und machen ein bisschen mehr.